Good afternoon. It's a great pleasure to be able to say to you, welcome to Cabal Vision HD. Are you ready, Bob? I was born ready. Time to put all that training and knowledge to the test. Let's play Blood Bowl! It should be a great match. We live the game. Willkommen zurück, meine werten Zuschauer und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total War Blood Bowl 2. Verzeihung, heute sehen wir ein weiteres Matchup aus dem Viertelfinale der Oster-K.O.-Liga. Und wer von euch dabei ist und noch nicht abonniert habt, ihr wisst ja, was los ist. Likes für den Like-Kron, Abos für den Abo-Gott, supportet den Kanal, supportet Blood Bowl-Content, wenn ihr ihn geil findet, mit Kommentaren. Und Likes. Verzeihung. Ein bisschen komisch hier, Leute. Obwohl ein Frosch verspeist heute Morgen. Gut, heute sehen wir das Matchup zwischen den Orks. Helgas Buddies Eliphas. Und sein Ork-Team ist mit Sicherheit sehr hochentwickelt, weil Orks neigen dazu, nicht so leicht drauf zu gehen. Ein Level 1 Troll, interessanterweise. Blitzer mit Guard, ein Lineman mit Block, Blitzer mit Tackle. So, ne? Und ein Wetterereignis, das allerdings aufgrund des magischen Domes, den hier wahrscheinlich bei Cambry dabei ist, keinen Effekt hat, weil Cambry hat so ein bisschen Probleme damit, Bälle einzusammeln, wenn er irgendwo auf dem Boden liegt oder wenn es regnet, deswegen wollen die eher auf Regen verzichten. Die Grünen heute haben eine Menge Guarder, einen Blitzer mit Mighty Blow und Tackle, einen Black Orc mit Block, einen Black Orc mit Guard und einen Blitzer mit Sure Hands, Tackle und Guard. Also, wie zu erwarten, ein recht starkes Black Orc Team und es wurde einem, hier von Eliphas, wurde einem Schwarz Orc mit Block der Ball gegeben. Den braucht noch 2 SSP, um seinen nächsten Level Up zu bekommen und dann auch nochmal Guard zu kriegen mit Sicherheit. Also keine schlechte Entscheidung, das so zu tun. Ihm den Ball zu kriegen, weil ich sag, und Camry kriegt mal direkt ordentlich auf die Schnauze. Ein Skelett ist bereits weg. Auf der Seite von Camry haben wir einen Tomb Guardian Block, einen mit Guard, dann nochmal einen mit Guard. Noch ein mit Guard, und außerdem ein Blitzer mit Tackle, Mighty Blow, ein Thrower mit Lida und ein Thrower mit Block und Sure Hands und Pass überraschenderweise. Cambry jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich gut im Ballplay zu sein. Krasse Move hier von Eliphas mit seinen, erster Reroll gleich aufgebraucht gegen einen Tomb Guardian, aber der ging dann auch nur in einen Schubser. Bisschen gierig gewesen eigentlich, das war schon ziemlich gierig von Eliphas. Er hat nur 2 Rerolls gehabt, das war die letzte Aktion in seinem Zug, er wollte eh nichts mehr tun und dann dafür ein Reroll ausgeben, eigentlich nicht so sonderlich klug. Habe ich jetzt vielleicht auch gemacht, ich bin ja nicht der beste Blood Bowl Spieler, aber wenn ich kommentiere, fällt mir deutlich mehr auf, vor allem, weil ich dann nicht selbst auf irgend so eine Aktion, die ich machen will, fokussiert bin. Irgendwie, wenn ich zusehe, kann man sich ein bisschen mehr ansehen, was so passiert. Einmal Pro! Meander Blitzra. Meine Güte, den sehe ich erst jetzt. Das ist ja der Mega-Killer. Mighty Blow, Piling on, Tackle. Block natürlich und Pro für den Reroll. Aber in diesem Fall hat er nicht funktioniert. Für alle, die Pro noch nicht kennen, das ist ein Skill, der relativ selten in Blood Bowl verwendet wird. Eher wenn der Spieler schon einen sehr hohen Level hat. Pro sorgt dafür, dass ihr bei einem Wurf auf einem D6 von 4+, dann dürft ihr einen Reroll machen. Das heißt, ihr habt immer eine 50% Chance, dass ihr einen Reroll kriegt. Wenn ihr einen haben wollt. Zum Beispiel jetzt bei dieser Gelegenheit mit den 2 Schubsern hat er sich für einen Reroll entschieden. So, Camry wollte recht aggressiv an den Ball hin, hat allerdings nicht so gut funktioniert, beziehungsweise ja, die haben sich irgendwie sehr aggressiv an die ganzen Grünen heute reingestellt. Die Grünen heute brechen jetzt stattdessen auf der linken Flanke durch. Es tut mir echt leid, ich weiß nicht, was heute los ist. Und die
Grünhäute werden mit ihrer überlegenen Geschwindigkeit bestimmt sehr schnell um den Kamrianern vorbeikommen. Die haben wenig Chance. Irgendwie hängt schon das ganze Camry-Team so ein bisschen hier in der Mitte rum. Versuchen ihren Meandor Blitzrak-Killer zu schützen, was bestimmt eine gute Idee ist. Aber so ein Killer hat gegen ein Team wie die Grünhäute. What? Was? Die Grünhäute haben ihren zweiten Reroll gleich rausgehauen. Zweiter Zug, gleich zweiter Reroll für die Grünhäute rausgehauen. Das kann ja fast... Das ist echt nicht gut. Also kann mir nicht vorstellen, dass das gut sein wird. Also eine ganze Halbzeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge, ohne Rerolls klarzukommen, das ist nicht so geil. Und ein Mighty Blow Piling on Block gegen einen Blitzer. Er geht allerdings nicht hinterher. Stattdessen hat sich die kamrianische Verteidigungsformation doch überraschend schnell auf die neue Situation mit den Grünhäuten einstellen können. Und blockiert dem Schwarzorg nun erneut den Weg. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für Camry, weniger gut für die Grünhäute. Und ich würde fast sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es recht gut aus für Camry. Obwohl sie jetzt momentan dann Spieler im Rückstand sind. Ein Dodge mit einem Skelett auf 4+. Und Ludwig ist verletzt. Ja, unangenehm. Aber die Camryaner haben ja Regeneration, das heißt, er kommt garantiert dieses Mal im nächsten Zug wieder. Nichtsdestotrotz hat Camry nun zwei Spieler weniger auf dem Feld. Und zwar nur zwei Skelette, aber jedes bisschen zählt. Die Gruftwächter sind schon ziemlich gute Spieler. Beweglichkeit 4, Stärke 5, Rüstung 9. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie ohne einen Block-Skill oder irgendeinen besonderen Skill anfangen. Ich glaube, sie können auch nur auf Stärke-Skill und keine General-Skills bekommen. Es sei denn, man wirft einen Pasch bei seinem Level-Up. Das heißt, sie neigen dazu, lange Zeit, wenn man kein Glück hat, einen Block zu haben. Und wir wissen ja mittlerweile, ein Zwei-Würfel-Block gegen einen anderen Spieler, wenn man selbst keinen Block-Skill hat, ist so wie ein 3+. Mit Reroll. Und den will man eigentlich nicht machen. Das heißt, eigentlich jeder Zwei-Würfel-Block, den ihr habt, ist eigentlich ein Wurf, den ihr nicht unbedingt haben möchtet. Klar, ihr könnt dann auch einen Reroll mit benutzen von eurem Team, was die ganze Sache ein bisschen vereinfacht. Aber geil ist es trotzdem nicht. Ja, das gleiche Problem haben ja auch die Schwarzorks in gewisser Weise, beziehungsweise nicht in gewisser Weise, sondern das haben die auch. Auch die fangen ja ohne irgendwelche extra Skills an, vor allem ohne Block. Aber ich denke, bei Camry ist es noch ein bisschen unangenehmer, weil ihre Big Guys ja eine Stärke von 5 haben. Deswegen noch mehr Geld des Teams in diese Gruftwächter hineinfließt. Ganz schön verrückt. Oh, meine Güte, und da ist der Double Skull. Und der beste Spieler der Gruftkönige geht zu Boden. Auf der linken Flanke. Was machen die Grünhäute? Können sie aus dieser Situation entkommen? Ah, ja, ich schon, die Grünhäute sind überraschend verteilt momentan. Auf der anderen Seite haben sie hinten einen Gruftwächter, gebunden durch einen Schwarzorg, der allerdings auch ein recht wichtiger Spieler ist. Die linke Flanke ist ein bisschen besetzt mit Gruftwächtern, die allerdings auch den Ball irgendwie so ein bisschen bedrohen. Und... Ha! Der Gruftwächter wird weiter durch die Gegend geschoben. Also wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, den Gruftwächter irgendwie in eine andere Richtung zu schieben. Okay, jetzt war gar kein Platz mehr. Aber da wäre doch bestimmt noch eine bessere Aktion gegangen. Gucken wir uns das nochmal an. Wäre eigentlich deutlich geschickter gewesen, hier zuerst mit Rakar, dem Blitzer, den Gruftwächter hier nach rechts zu schieben. Aber hat er jetzt nicht gemacht. Deswegen steht er jetzt halt doch da. Sehr unangenehm. Für den Schwarzorg, das heißt nämlich im nächsten Zug kommt er. Na, immerhin einen Einwürfelblock, aber vielleicht sogar noch mehr, obwohl nein. Ja, doch. Doch. Nee, doch nicht. Ein Einwürfelblock, so viele Einwürfelblocks für die Grünen heute. Sie haben Glück. Für Camry ist das gerade nicht so ganz gelaufen. Oh, Gruftwächter weg.
Gruftwächter sind die, ja, abgesehen von den Blitzern, praktisch eine der wichtigsten Einheiten für Camry. Und ohne die sind die absolut chancenlos. Absolut chancenlos, wenn keine Gruftwächter mit dabei sind. Weil alles andere ist ziemlich zerbrechlich. Und dann die normalen Skelette haben nur eine Rüstungswert von 7. Wenn die ein paar Blocks abbekommen, sind sie halt ziemlich schnell tot. Und wir gehen in einen. Zwei-Würfelblock oder ein Einwürfelblock gegen den Ballträger. Ein Zwei-Würfelblock und es ist der Pau. Ja, ein bisschen fahrlässig die Aufstellung hier von den Grünhäuten, dass sie die ganze Zeit bei den Gruftwächter umstehen. Und irgendwie lassen sich die Formation der Grünhäute ist irgendwie immer ein bisschen eng. Sie bewegen den Ball hier nicht raus, sondern versuchen einfach mit ihrer Grünhautschnauze durchzubrechen durch die Camryaner. Bisher hat es ja halbwegs funktioniert. Autsch! Je mehr Verlust der Camry erleidet, desto besser wird es funktionieren. Aufstehen mit Blitz auf einen Blitzer. Das ist allerdings nur ein Schubser. Das bedeutet, Gruftwächter steht noch da. Und es wird bei einem Einwürfelblock bleiben. Das ist natürlich der Gruftwächter hier, fällt jetzt raus. Man kann nämlich diese Grünhaut mit Guard sich auch noch hier dazustellen. Da gibt es einen Zweiwürfelblock. Gruftwächter wird rausgeschoben. Und damit ist der Ball frei. Aber kann ja keiner aufsammeln. Bleibt also spannend. Tja. Ja, unangenehm. Troll hatte keinen Block, was zu machen, keinen Bock, was zu machen. Und was macht Camry? Camry hat, denke ich, alle ihre Chancen, den Ball zu kriegen, leider verspielt. Nicht, weil sie es nicht versucht hätten, da waren schon einige gute Chancen dabei. Sogar direkt einen Block auf den Ballträger, sogar mit Reroll. Auf der anderen Seite waren die Würfel gerade in den letzten Zügen und nach leer auf der Seite der Grünhäute. Und es wurde kein extra Reroll mehr gebraucht. Nach den ersten zwei Würfeln, sonst hätte es ja noch mehr Turnover gegeben. Hat auch. Wow. Und der Ball ist weiterhin ganz sicher im Hintergrund der Grünhäute. Die Gefahr, ihn zu verlieren, besteht erstmal nicht, aber er ist schon ein bisschen am Rand. Es gibt einen Helga-Blitzer, der mit Shoehands den Ball aufsammeln kann auf 3 Plus mit eingebauten Reroll. Aber wie wird der Ball geschützt? Der müsste auf jeden Fall. Oder soll er nochmal geschützt werden? Ich meine, okay, jetzt der Blitzer hier links, Meander, macht erstmal nichts mehr. Und der Blitzer den Ball, den er eingesammelt hat, nicht mehr seinen Reroll gebraucht. Und der Troll ist dumm. Aber ich glaube, es macht nichts. Es gibt nur einen einzigen Spieler der Gruftkönige, der dem Ballträger jetzt noch gefährlich werden könnte. Und das ist dieser Blitzer hier. Nee, Throwra, Sunboom. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Was aber? Gut, der Dodge hat, denke ich, auch nicht geschadet noch gerade. Ja, 2 Würfel Block mit einem Spieler, der selbst keinen Block hat, ist eben 3 plus wie 3 plus mit Reroll. Ist äquivalent. Wollt ihr nicht machen. Vor allem nicht zuerst. Es tut mir echt leid, weil hier gab es so eine Chance für mindestens einen Einwürfelblock auf den gegnerischen Ballträger. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut funktioniert hätte, wäre natürlich gering gewesen, aber mit 2 Zügen übrig, während der Gegner den Ball direkt vor der eigenen vor dem eigenen Touchdown-Feld hat, hätte ich es wahrscheinlich getan. Und jetzt können die Grünen heute sogar noch einen Zug vollkommen problemlos stallen. Ist eigentlich niemand da, der wirklich noch große Probleme bereiten kann. Ich glaube, diese Drive geht ganz klar an die Grünhäute. Grünhäute selbst haben keinen Spieler verloren. Und die hatten das Spiel schon ganz gut dominiert. Die haben sich einfach durchgekämpft und das gemacht, wofür Grünhäute bekannt sind. Nämlich den Gegner einfach wegmoschen. Mit dem Kopf durch die Wand. Vielleicht hätten. Oh, ja, ist ein Double Skull.
Macht aber zu dem Zeitpunkt eh nichts. Niemand kann im Waldregen gefährlich werden. Obwohl, vielleicht hier der Thrower, wenn er mit zwei Dodges durchgeht. Ne. Er schiebt nur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Immerhin steht er noch am gegnerischen Spieler drin. Dran, der Rest der Kembrianer ist nicht aufgestanden. Merlo auch nicht übrigens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Tja, kommt auch nicht mehr ran. Und sogar ein 5 plus Dodge mit einem Tomb Guardian, der verhindern will, dass der Ballträger extra Support bekommt. Deswegen wird jetzt jeder der Kembrianer hier aufstehen. Wenn die wahrscheinlich. Oh! Oh! Das ist ja mega Dodge-Action hier. Für Camry. Einen normalen Dodge. Und sogar ein Reroll wird aufgebraucht. Meine Güte, aber es hat nicht funktioniert. Das war ein Sechser, oder? Ja, Sechser. Die Hamsters on Missions haben es nicht geschafft. Aber wenn der noch dahin gekommen wäre, das wäre schon eine ziemlich geile Position gewesen. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Und da es eh der letzte Zug ist. Und Kenry nicht so bekannt dafür ist, einen One-Turn-Touchdown zu machen. Kann ich das verstehen. Und jetzt wird der Touchdown gemacht, denn die Grünen heute haben keinen Reroll mehr. Wenn jetzt noch irgendein Würfel riskiert wird, wäre das absolut unnötig riskant. Und damit ist der Touchdown da. Die Grünen heute führen mit 1:0. Sie haben sich einfach gnadenlos durch Camry durchgeschlachtet. Es gab schon die eine oder andere schöne Chance für Camry, den Ball wieder zurückzuerobern, aber da war leider Nuffel nicht auf der Seite. Und Camry. Und wie wir das Sprichwort so sagt, Nuffel ist mit denen er gerade Lust hat, zufällig zu sein. True Story. Camry, oh je, ein Gruftkönig, komm, ein Gruftwächter kommt nicht zurück in die Schlacht. Aber mein Kind, es ist ja nur noch ein Zug. Das heißt erstmal kein zu großes Problem. Immerhin hat nochmal eine 4+ Wahrscheinlichkeit, zurück in die Schlacht zu kommen. Zurück aufs Spielfeld, um genau zu sein. Aber. Ja. Ja. Ist nicht geil. Camry kann vielleicht noch einen Pass machen. Ich meine, das ist das K.O.-Turnier. Wer verliert, ist raus. Und mit 1:0 im Rückstand zu sein. Ersten Hälfte, in der man selbst den Ball hatte. Ein extra Zug für beide Seiten. Da kann vielleicht doch noch was gehen. 6, 1, 2, 3. 6. Ja, da ist jetzt nochmal die Chance für einen Touchdown drin. Oder vielleicht will noch irgendjemand den Troll faulen. Ich würde es tun. Troll faulen lohnt sich immer. Das ist Pro benutzt worden. Habt ihr es gesehen? Oh, meine Güte. Es hat sich gelohnt. Der Troll ist weg. Der Apotheker wird benutzt. Und er kommt zurück. Ach so, es war sowieso kein großer. Es war nur ein Injury. Oder irgendwas Kleines. Und er hat sofort den Apotheker benutzt, damit der Injury in einen... damit der Troll drin bleibt. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Er riskiert hier alles. Er hat nämlich Angst, dass falls die Grünen heute nicht in der Lage sein sollten, mit dem fehlenden Troll die zweite Halbzeit zu gewinnen oder wenigstens zu verhindern, dass die Gruftkönige einen Touchdown machen. Beziehungsweise die Gruftkönige hat ja jetzt die Chance. Ja, ohne den Troll wird die Stärke der Grünen heute im Angesicht dieser ganzen Gruftkönige natürlich schon deutlich schwächer. Obwohl es ein bisschen ausgeglichen wird, dadurch, dass ja bei den Gruftkönigen bereits einer der Spieler fehlt. Oh, meine Güte, nochmal eine Doppel-Null. Und damit kann niemand versuchen, den Ball zu transportieren. Wenn auch nicht sonderlich gut. Grünhold geht zu Boden. Piling on hinterher. Wundervoll, so ein Skelett zu sehen, das irgendwo drauf peilt. Ich erinnere mich, als mein Ogre das die ganze Zeit gemacht hat. Das hat die Waldelfen nicht gejuckt. Sehen wir jetzt einen Block auf. Den Schwarzrock hier. Schubser. Reicht. So ein bisschen jedenfalls. Geil ist es nicht. Und kann jemand den Ball aufsammeln? Es geht. Und es gibt ein, ist ein Spieler mit Pass.
Auf wen würde passen? Oh, der Pass geht irgendwo ins Leere. Tja. Das war nicht so gut. Und da geht ins Nichts. Schöne, schöne Runde. Immer noch schön den Ball nach vorne gepasst. So viele Pässe sieht man ja in Blood Bowl nicht, wie ihr wisst. Und wie man passt. Jedes Mal, wenn man passt, ist es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Ball verloren geht. Und das will man natürlich nicht. Will man unbedingt vermeiden. Nun geht es mit der zweiten Halbzeit weiter. Ich meine, überraschend ist es nicht. Immerhin sind beide Teams noch vollständig und sogar der Gruftwächter-Proxy kommt wieder zurück aufs Spielfeld. Aber die Grünen heute beginnen. Und ich habe irgendwie das Kickoff-Event verpasst. Nee, Blödsinn, die Grünen heute beginnen nicht. Oh Gott, doch, die Grünen heute... Oh, meine Güte. Ah, ich habe übrigens vorher Blödsinn erzählt. Das war ja gar nicht das, der erste. Die erste Halbzeit war ja gar nicht für die. Für Cambry der Ball. Da. Die Grünen heute haben ja den Ball bekommen. Ich der. Was sag ich? Haben sie mal wieder total verplant. Aber macht fast keinen Unterschied. Die Grünen heute sind trotzdem nochmal dran. Mit einer Blitzaktion. Deswegen ist es jetzt. Moment, es war gar nicht jetzt mal so schlimm. Für Cambry. Was? Der krasse Coach hat einen seine Griffkönigin auf der Ersatzbank vergessen. Das hätte von mir sein können. Diese Aktion. Ja, damit hat er seine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen schon mal deutlich reduziert in Kombination mit der Tatsache, dass er gerade einen Blitz vom Gegner abbekommen hat. Ich hatte keinen einzigen in meiner Liga bisher. In dieser. Gut, jetzt bin ich eh raus, deswegen. Das ist nicht mehr so wichtig. Oh, und ein Double Sky. Oh Gott! Nein, Nuffel. Oh. Nuffel meint es gerade nicht so gut mit Cambry. Vielleicht ist er noch ein bisschen schlecht auf Nagash zu sprechen oder Cetra. Den Unvergänglichen. Aber ich glaube, das ist katastrophal. Der Ball ist noch nicht mal aufgesammelt worden. Wäre allerdings egal gewesen mit einer 4-4 ist die einzige Möglichkeit, nicht zu failen, wenn man Dreierwürfel wirft und dann nochmal einen Reroll damit macht. Dreiwürfelblock und dann nochmal einen Reroll. Anders geht's nicht. Aber die Grünen heute sind ein bisschen borsch unterwegs. Geben den Cambrianer vielleicht doch noch eine Chance? Nein! Okay, Block hier nach hinten. Okay. Der krasse Coach. Nee, Herr Eliphas spielt es ein bisschen. Bin mir sicher. Und will lieber hier ein kurzer. Also jetzt spielt es auf Nummer sicher. Vielleicht, obwohl, okay, ich kann verstehen, er wollte nicht Sunboon den Thrower unten blocken, weil er riskiert hätte, dass er dann aus der. Ja, der nicht hergehen kann. Naja. Aber er wollte wahrscheinlich hier lieber den Weg zwischen diesen Gruftkönigen oben und den Gruftkönigen hier, weil die Kendry, wie sie hier im Blood Bowl heißen, abschneiden, damit keine Unterstützung kommen kann. Und das scheint ja. Oh! Das sind zwei Reroll, zwei going for it. Und es hat sich ausgezahlt. Links ist so halb. Riskante Aktion. Zwei Going Forwards für einen, zwei Würfelblock. Und er hat allerdings noch den Ball eingesammelt. Und es läuft und er läuft. Meine Güte, Sunboon. Was für ein Held. Reroll wurde eingesetzt. Pro Reroll, aber es hat nichts gebracht. Riskante Aktion, mit einem und Würfeln vorzugehen. Noch hier nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit Black Panther, dem Thrower,
gegen einen Blockspieler zu blocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist eher gering. Und er hat sich, glaube ich, in viel mehr Probleme begeben, wenn dieser Block nicht erfolgreich gewesen wäre. Ehrlich gesagt war die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, viel größer, als dass es Erfolg hat. Der Block hier gerade gegen Rakan. Weil es wäre mal die äquivalente Wahrscheinlichkeit für Erfolg und Niederlage. Und der Schubser hätte eh keinen Unterschied gemacht, deswegen hätte ich den Block da unten nicht gemacht. Und kann auch irgendjemand an den Ballträger ran? Es kann niemand an den Ballträger ran. Jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt nicht. Und Block ist mal wieder richtig stark. Redo hält. Oh, das ist nochmal der Totenkopf. Ein Würfelblock rausgehauen für einen Totenkopf. Jetzt kann er sich immerhin an den gegnerischen Ballträger stellen. Aber war das wichtig? Kann man so sehen. Muss man aber nicht. Der Schwarzorg war eigentlich sowieso schon hier daneben. Er hat sowieso schon dann zwei Würfelblocken. Oh, Gapsch ist tot. Block. Tackle. Blitzer. Er hat zwar schon... Nein, er hat keine Verletzung. Erst jetzt hat er eine Verletzung. Die Verletzung ist tot. Wie kommt Camry da raus? Es ist fast nur noch ein Dodgen möglich. Die ganzen Spieler kriegt er nicht mehr weg. Dodgt er? Er dodgt tatsächlich auf 4+. Was für ein Tod. Ja, Navel freut sich. Es war ein ziemlicher Verzweiflungsmove. Und die Frage ist, warum? Das hätte ihm auch gar nichts gebracht. Eigentlich war dieser Move mit dem Ballträger hier nach rechts mit dem Dodge war unnötig. Ich kann mir fast schon vor. Eigentlich war das fast schon verklicken. Also selbst wenn das funktioniert hätte, hätte er einfach seinen Schwarzorg mit überschaubarem Aufwand reinkriegen können, indem ihr das Skelett weggeblockt hätte. Ja. Ich glaube, ich meine, okay, hier ein Feld weiter links. Wäre eben nicht, immerhin nicht diese zwei Würfel. Wäre einfach nicht dieser Dodge notwendig gewesen. Wäre also schon besser gewesen. War halt ein 4+ Dodge. 4+ Dodge. Und da geht ein erneuter 2-Würfel-Block schief. Ohne Block. Geht überraschend hoch, häufig schief. Jeder 9. mindestens. Sorgt dafür, dass ihr selbst auf die Schnauze fallt. An den Ball kommt. Kommt jemand hin an den Ball? Ja, jemand versucht es. Es ist Redo. Und ein gieriger Reroll. Der allerdings zum Erfolg führt. Nächstes Schmops. Schmops hat sich Helga geholt. Geht die Helga allerdings gut. Das ist das Tolle an Grünort. Oh, und da ist der nächste Double Skull. Jetzt sehen wir echt schon ein paar. Hier hätte es noch eine Aktion gegeben, in der Ludwig aufstellen hätte können, ohne einen Würfel zu werfen. Fataler Lapsus, den zu vergessen, meiner Meinung nach. Stellt immer erst eure Spieler auf. Hamster muss sich das manchmal auch wieder ins Gedächtnis zurückrufen, damit er es nicht vergisst. Troll ist doof. Aber kriegt Camry den Ball? Das ist sehr unwahrscheinlich. Der beste Spieler von Camry ist erstmal für einen Zug raus. Und ich glaube, das war's. Grün heute können hier nicht mehr aufgehalten werden. Und je weniger Spieler es werden, desto weniger gut wird das Ganze. Regeneration hat nicht funktioniert. Damit ist außerdem noch ein Reroll weg. Aber ich glaube, die waren schon alle weg, deswegen ist auch egal. Tja, die Gruftwächter haben sich so ein kleines bisschen über das Spielfeld verteilt. Anders unten links, anders oben rechts, anders oben links.
Ja, und das ist ein Problem mit seinen... Mit seinen Big Guys sollte man ja eher zusammenbleiben, damit sie sich gegenseitig unterstützen. Und selbst wenn Camry grün oder vom Ball wegkriegt, ja, wie wollen sie eigentlich den Ball aufsammeln? Ist nichts mehr dran. Ist nichts mehr. Oh! Ein Schritt zum gegnerischen Blitzer. Wenn so macht sich Schmaps hier mit seiner. Macht sich Schmaps schon ein bisschen angreifbar. Jetzt müssen die Gruft, die Grünen heute ja nur noch ihre Spieler nebendran stellen, damit sie einen 2-Würfel-Block bekommen. So haben jetzt dieser Gruftkönig einen. Kriegt wahrscheinlich automatisch einen Block hier in die Fresse durch die Aktion. Grün heute haben noch 4 Züge für ihren Leveler. Für ihren Touchdown. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, fünf. Eigentlich mehr als genug Zeit. Wenn die Grünen heute in diesem Zug den Ball einsammeln können, ist es easy. Erst Block auf den Gruftwächter. Oder doch was anderes. Blitz. Block ist ein gutes Skill. Will noch jemand den Ball aufsammeln? Ich würde es tun. Und gar kein Problem, gar kein Problem. Und jetzt kann er abhauen. Damit ist es eigentlich schon fast unmöglich für die Gruftkönige, das noch aufzuhalten. Höchstens mit sehr riskanten Dodges mit Skellies. Aber, ja. Das will ja keiner. Vor allem nicht die Grünen heute. Pro Reroll! Aber gibt leider nur einen Pro Reroll pro Zug. Für den jeweiligen Spieler. Und damit ist der Touchdown garantiert. Und die Grünen heute werden das ganze Ding 2-0 gewinnen. Im schlimmsten Fall, wenn irgendwas vollkommen katastrophal Unvorhergesehenes passiert, wird es vielleicht noch eine 1-0. Aber an dem Endergebnis wird sich nichts ändern. Eliphas und die Grünen heute sind praktisch weiter. Die einzige Möglichkeit, wie es nicht mehr funktionieren könnte, wäre, wenn Fimo 1, 2, 3, 4 einmal rausdodgt mit seiner Agilität 4. Das ist eine 4+, also 50% Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft. Und dann im Anschluss noch. So, er darf nicht auf die Schnauze gehauen werden. Er wird auf die Schnauze gehauen. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen enger. Ist noch irgendjemand da, der was machen kann? Es gibt noch eine Chance. Es gibt noch hier Captain Blaster. Er liegt zwar auf dem Boden, aber er muss nur einmal rausdodgen auf eine 4+. Und zweimal einen Gongfold machen. Und schon steht er am gegnerischen Ballträger ran. Und dann muss er... Oh, da waren... Die Pros sind echt häufig. Ja, und dann muss er überstehen. Ja, die Grünen heute auf ihn einschlagen. Darf sich nicht wegschieben lassen. Und dann muss der Grünhautspieler mit dem Ball beim Wegdodgen. Oder wenn er ihn schlägt, ein Double Skull oder Doppel 1 würfeln. Und dann muss Camry noch einen ihrer Gruftwächter zur Touchdown-Zone stellen, um noch den Touchdown zu machen zum Ausgleichen. Einser sind da aber nicht gut. Ja genau, die 6 und die 5 für den Rüstungswurf, die war besser. Das war besser. Zum falschen Zeitpunkt war das war besser. Ja. Okay, die Grünen heute. Immerhin ist Captain Blaster am Ballträger dran. Das heißt, die Grünen heute müssen hier von links Captain Blaster wegschieben. Da reicht ein Schubser. Wenn es ein Double Skull wird. Ne, war kein Double Skull. Und damit haben die Grünen heute gesiegt. 2-0. GG. GG, aber er wartet noch erstmal. Ein Zug wird noch gestallt, weil es gibt keinen Grund, dem Gegner unnötig viele Züge zu geben. Und das war's. Oh je.
Der zweite Gruftkönig, Gruftwächter ist weg. Regeneriert sich, aber trotzdem SPP. Oh, und Ulgrod bracht dich. Der Schwarzog hat außerdem noch sein Level abbekommen. Riskante zwei rote Würfelblock gegen einen Schwarzorg. Aber hat sogar funktioniert. Ha! Na, nochmal zwei rote Würfel. Der hat funktioniert. So kann es gehen. Es gibt nochmal einen Foul zum Abschluss. Genau wie sie es gehört zum Abschluss von Blood Bowl. Aber kein Effekt. Und ja, damit beglückwünschen wir Eliphas 2 für diesen wohlverdienten Sieg. Die Griffkönige wurden einfach nur kleine Knochensplitter verarbeitet. Scruck der Schlechter wäre stolz auf sie. Kein Würfel, ich wäre, wenn ihr keinen. Wenn ihr noch irgendeinen Würfel sehen, dann wäre das ziemlich fahrlässig, meiner Meinung nach. Wobei, er hat ja schon gewonnen, deswegen kann es ihm oft ein bisschen egal sein. Krakade Blitzer hat gerade eben schon sein Level up bekommen. Kann noch irgendjemand aufleveln, wer könnte profitieren? Oh, mir an, noch 62 SPP. Das ist so krass. Oh, wie lange das Skelett überlebt hat. Ansonsten kann niemand so richtig aufleveln. Außer da hinten Ludwig, das Skelett, aber der ist gerade ein bisschen ab vom Schuss. Beziehungsweise nein, ich meine, Skelette würden sowieso nicht aufleveln. Sondern die Grünen heute hier. Gabba Fressbar, der könnte 2 SPP gebrauchen, aber ich glaube, der kriegt keins mehr. Natürlich in diesem Spiel. Und da ist der Touchdown. Und wir beglückwünschen die Grünen heute. Wir beglückwünschen Helga's Buddies. Und ich sage nur. Da ist der Touchdown. Hier passt er sogar richtig hin. Und das Spiel ist aus. Es ist aus. Und die Hamsters und Helga's Buddies haben gute Rüstungswürfel gehabt. Ja, Going Falls ein paar, waren kaum welche notwendig. Pickups waren gut, wie stupid waren, nur so meh. Naja. Hamsters on Missions. Camry Rüstungswürfel waren so meh. Und ansonsten, okay, Verletzungswürfel waren auch nicht so geil. Pro war genau durchschnittlich. Casualty, Regeneration, ja, nichts Besonderes. Hier wurde auch nicht wirklich viel geworfen. Kann man nicht irgendwas Großartiges drüber sagen. Blockwürfel recht durchschnittlich. Bei Hamsters, oh meine Güte. Beim Spiel gar nicht aufgefallen, wie wenige Paus hier geworfen worden sind. Wie viele Totenschädel. Eieieiei. Das hat trotzdem nicht zu so vielen Double Skulls geführt. Aber wenn man das so sieht, das war mal beängstigend. Nun ja, coole Runde. Damit wünsche ich Eliphas und Helga's Buddies Orks das Schlimmste und Nuffles Zorn. Und wir sehen uns dann im Halbfinale. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.